Der Markt in sich ist nicht transparent für Hochschulen. Die Herausforderung kommt, dass es eigentlich zunächst einmal keine klaren Regeln gibt. Es ist der Bildungsmarkt jenseits der Hochschulen sehr groß. Mögliche potenzielle Studierende erwerben sich ja heute ein ganzes Portfolio an Kompetenzen. Und hier ist es natürlich sehr wichtig, wenn ich diese Kompetenzen habe, dass diese auch von Hochschulen anerkannt werden können als eine wissenschaftlich qualifizierte Ausbildung. Der Markt hat sich geändert in den letzten 10 Jahren von den klassischen Lernformaten. Ich gehe an eine Hochschule, habe Lehrveranstaltungen und habe Prüfungen. Heute haben wir darum herum digitale Lernformate. Wie kann man sowas für eine Hochschule anrechnen, damit man auch weiß, dass die Qualifikationen von einem externen Bildungsanbieter für die Hochschule auch wissenschaftliches Niveau haben? Also die Ressourcen beziehen sich in dem Falle natürlich immer auch finanzielle Ressourcen. Es bedarf aber, glaube ich, großer Ressourcen an Kommunikation, am Austausch und ein Thema Bewusstseinswerden für die Hochschulen. Es ist was Neues, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen muss in einer Hochschule dafür auch Raum gegeben werden. Und das Ressourcenthema ist in dem Falle sicherlich immer auch was Finanzielles, aber primär auch eher was Weicheres, Sozialeres, dass man sich damit auseinandersetzt und für die Fachbereiche, Fakultäten auch Regeln hat, wie die damit umgehen sollen. Letztendlich auch Bewusstseinsschärfung in einer Hochschule. Was heißt das Ganze denn? Wie kann ich auf gewisse Regeln vertrauen? Und dann wird das Ganze diskutiert, kommt in Fakultäten, kommt bei den Studierenden einbezogen und damit habe ich automatisch Ressource im Sinne von Zeit und aus der Zeit kommen letztendlich Formate heraus, wie ich was anrechnen kann. Eines der wichtigsten Sachen ist wie immer Transparenz. Der Markt in sich ist nicht transparent für Hochschulen. So wie jeder Anbieter, man muss letztendlich wissen, auf wen verlasse ich mich. Ist dieser Anbieter qualitätsgesichert selber? Wie erstellt er beispielsweise das Kriterien für Prüfungen? Wir sind hier in der Denkweise von ECTS. Kann ich digitale Lernformate umrechnen aus Sicht der Hochschule in ECTS, also in Credit Points? Ich kann mir dann überlegen, gibt es vielleicht einen exklusiven Anbieter, mit dem man zusammenarbeitet. Es müssen dann von den Kriterien auch Weiterentwicklung, das, was wir heute an Kriterien haben, wird sich in den nächsten Jahren ändern. Und ein Kriterien ist auch sein, was ist, was man so neudeutsch sagt, Learning Outcome. Also was kommt am Ende des Tages von den externen Anbietern als Ziel der Lehrveranstaltung heraus und passt das zu meinem eigenen Studiengangsprofil?